Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Vielen lieben Dank für dein Einschalten, das mich an der Stelle sehr freut. Und daher ein riesengroßes Dankeschön an dich herausgeht. Ich bin Jenny, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier lege ich die Karten und schaue immer mal wieder nach, welche Botschaften für dich wichtig sind, was sich hier so anzeigt. Und würde auch mal meinen, wir starten gleich schon direkt los. Mach dir bitte einmal bewusst, dass es eine allgemeine Legung ist. Schau mal, ob du damit überhaupt in Resonanz gehst. Wenn nicht, dann lass die Legung weg, dann nimmt die wer anders mit. So, was haben wir denn hier? Krieger des Lichtes. Die Schlange. Und der Donner. Hier sprechen zwei Karten für das Höhere, für das Göttliche. Für die höheren Instanzen. Hier ist man aufgerufen. Zu dem zu stehen, was man ist. Zu dem zu stehen, wofür man da ist. Die Lebensaufgabe antreten. Du wirst aufgefordert, deine Lebensaufgabe anzutreten. Denn dein Prozess der Transformation und der Heilung ist schon längst geschehen. Du hast dich gehäutet. Heilung ist passiert. Du bist fertig und jetzt bereit dafür, deine Lebensaufgabe anzugehen, diese anzutreten. Und das könntest du auch schon spüren, das könntest du merken. Der Donner steht für eine Energie von oben. Das heißt, aha, alles klar, sagen sie da oben, du bist jetzt fertig, dann können wir ja jetzt hier loslegen. Weil du bist auch dementsprechend soweit mit deinem eigenen transformativen Prozess, hast du auch eine geistige Reife entwickelt und kannst dir jetzt endlich deine Berufung antreten, was auch immer deine Berufung ist, das ist egal. Je nachdem, für was du auf was du blickst, wo du dich hingezogen fühlst, was machst du gerne aus der Leidenschaft heraus, wofür brennst du? Oder wenn du es nicht weißt, dann könnte es dementsprechend auch so weit sein, dass man dir den Weg aufzeigt. Man zeigt es dir. Bitte um Führung. Du wirst dorthin geführt, wohin du hingeführt werden sollst. Du bist soweit, du bist ein Krieger des Lichtes, du bist ein Lichtarbeiter. Du stehst im Licht, dein Licht ist wieder da, du glänzt wieder. Ja, du glänzt in einer nägelnagelneuen Haut. Also jetzt ist hier so die Frage von oben, ja, was machst du denn jetzt damit? Was machst du jetzt damit? Also irgendwas soll ja hier passieren. Mit dem Donner soll ja irgendwas eintreten. Etwas soll ja jetzt nun endlich mal umgesetzt werden. Das kann ja auch die Energie einer anderen Person sein, die im Erwachungsprozess, im eigenen Heilungsprozess schon längst da ist, angekommen ist, fertiggestellt ist. Und diese Energie der Fertigstellung sorgt eben jetzt dafür, dass etwas ausgelöst wird. Ja, weil man hier signalisiert hat, hey, ich bin fertig, hey, ich bin da, ich bin vollkommen da. Weißt du? Und nun sagen die sich, gut, alles klar, haben wir gescannt, haben wir uns notiert, dann können wir ja jetzt loslegen. Also es geht jetzt los, es ist soweit, es ist bereit, du bist bereit, die Aufgabe anzugehen, die Aufgabe anzunehmen. Ich muss mal weiter gucken, worum es hier genauer geht. Auf jeden Fall ist man soweit und bereit. Ja, eine geilere Bestätigung dafür gibt es ja nicht. Geil. Sehr schön. Oh. Okay. Wenn du Single bist, dann sind deine Tage als Single gezählt. Bei dir zeigt sich hier schon eine Partnerschaft an, eine Beziehung. Niemand aus der Vergangenheit sehe ich jetzt ja auch gar nicht.
du darfst halt nur wissen, wenn du Single bist, und du bist schon sehr lange Single, dann sind deine Tage als Single definitiv gezählt. Und du sollst positiv sein, du darfst positiv sein. Das ist eine Verbindung, es ist eine Partnerschaft, Schrägstrich, eine Beziehung, die dich komplett erfüllen wird. Aber so richtig. Da sind so viele Positivitäten dahinter versteckt. Also, aber auch hier ordentlich Zündkraft, ne, ordentlich Feuer hier. Heißt, also hier wird auch ordentlich der Schlüpper brennen hier, ne? Also bei euch beiden wird hier ordentlich der Schlüpper brennen. Weil das so heiß wird hier bei euch beiden. Weißt du, wie ich das meine? Na, jedenfalls ganz viel Transformation. Du wirst eine Person kennenlernen, die wird keine Altlasten haben. Die ist transformiert, die ist geheilt. Dieser Mensch ist sehr gut angebunden, sehr gut verwurzelt. Der ist selber sehr spirituell. Wenn er nicht spirituell ist, dann hat er einfach nur eine sehr hohe geistige Reife entwickelt und ist sehr wohl dazu fähig, auf weltlicher Ebene Dinge anders anzunehmen und zu sehen und diese auch zu interpretieren. Das ist ein Mensch, der sehr wohl dazu fähig ist, in die Tiefe einzutauchen. Das ist ein Mensch, der dir auf Augenhöhe begegnen wird. Hier kommt auf jeden Fall auch noch mal eine neue Runde rein. Also für die Singles unter uns, unter euch, steht hier auf jeden Fall schon was in den Startlöchern. Hier ist jemand für dich definitiv reserviert. Das war einfach nur, also das hat hier so lange gedauert, bis dieser Mensch in dein Leben geschickt werden kann, weil er noch nicht so weit war. Das kann sein. Viele werden diese Person noch nicht kennen. Eure Wege werden sich zu gegebener Zeit kreuzen. Mit der Sonne haben wir hier eine sehr schnelle Energie, eine wieder stark männliche Energie, die natürlich auch von Aktivität spricht. Aktivität. Hier ist eine ganz, ganz hohe Aktivität drauf. Sehr toll, sehr positiv, ganz viel Potenzial. Und du kannst dich hier echt festhalten. Also man wird dich hier richtig einheizen, wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist eingeschlafen. Also wenn du jetzt hier wirklich im Themenbereich Liebe blickst und du sagst, oh, hier irgendwie so mein Single-Dasein ist so eingeschlafen, irgendwie passiert nichts, da ist irgendwie alles lahmgelegt worden, das ist so langweilig. Da täusch dich mal nicht. Lobe den Tag niemals vor dem Abend, denn hier kündigt sich definitiv ein Mann oder eine Frau an, die hat hier ordentlich Feuer unterm Mors. Aber so richtig und kann dich daher auch ordentlich einheizen. Ist sehr attraktiv, sehr sportlich, könnte in einem Gesundheitsberuf arbeiten, muss nicht, kann aber. Und ja, diese Person ist hier sehr, sehr, ja, generell sehr positiv gestimmt, ne? Also hat ja auch einige schon hinter sich. Ja, wow, richtig krass. Und hier kommt auch noch mal irgendein Krankenhausbesuch rein. Ne? Also es könnte sein, dass eine Person momentan im Krankenhaus liegt, die du besucht hast. Und da könnte es sein, dass dir da jemand ins Auge gefallen ist. Oder könnte dir demnächst ins Auge fallen. Ich sehe jetzt nicht, dass das eine schwerwiegende Erkrankung ist. Es geht doch eigentlich nicht darum, es geht doch eigentlich nur um diesen Besuch. Du stattest hier jemanden einen Krankenhausbesuch ab und da könntest du jemanden über den Weg laufen. Achte mal darauf. Die Person wird sofort deine Aufmerksamkeit erregen. Und guckst du auf den Gegenüber, da kann ich dir eigentlich hier ziemlich genau das Gleiche sagen. Das kann sein, dass er oder sie hier wirklich vor kurzem im Krankenhaus war, muss aber nicht, kann aber, kann im Gesundheitsberuf ebenso arbeiten, dein Gegenüber. Krankenpfleger, Krankenschwester, Altenpflege, Ergotherapeut, Physiotherapeut, was auch immer. Heilerziehungspflege. Und dein Gegenüber ist bereit für eine neue Runde hier. Der ist bereit für eine neue Runde. Die da oben sorgen aber auch dementsprechend dafür, dass er jetzt auch endlich mal in die Gänge kommt. Ne? Wenn du hier die, mal die Karte genauer anschaust, dann siehst du deine Büffelherde. Und diese Büffelherde rast hier nahezu auf dein Gegenüber zu, sodass er sich hier jetzt endlich mal bewegt. Ja, der wird sich auch bewegen. Der hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, weil hier definitiv bei euch was in der Verbindung noch geklärt werden muss. Ne? Zeigt sich aber auch sehr gut an mit einer neuen Runde. Einen neuen Zyklus, eine neue Chance, die hier zwei Seelen bekommen können.
Es soll auch sogar so sein, weil es jetzt soweit ist, weil ihr beide geheilt und transformiert seid. Suchst du momentan nach einer Arbeit, nach einem Job? Guck dich mal im Krankenhaus um. Ja, irgendein Jobangebot im Krankenhaus könnte hier für dich sehr erfolgreich sein. Nur mal so als Impuls. Ja, ist jetzt natürlich kein Muss, aber das ist ein Impuls von oben. Eventuell wäre hier für dich ein Krankenhausjob möglich. Zeigt sich auf jeden Fall sehr erfolgreich an mit Aufstiegschancen irgendwie. Gut, dann gucken wir mal weiter. Das sind momentan so schön und so tolle positive Energien. Das ist richtig, das ist der Knaller. Du hast dich selber lieb. Du hast dich lieb. Vielleicht hast du auch irgendwie so momentan das Gefühl, wenn du in den Spiegel guckst, dass du in dich selbst verliebt bist. Ja, und dass es dir vielleicht so ein bisschen befremdlich vorkommt. Aber das ist keine Selbstverliebtheit im Sinne von Ego. Nein, das ist einfach nur dieses einfache, ich habe mich lieb. Weil ich mir etwas wert bin, weil ich mich achte, eben weil ich mich mag, so wie ich bin. Weißt du? Das zeigt sich hier alles so toll und so schön an. Das ist echt klasse. Das ist echt wie im Bilderbuch. Tiefe Gefühle, die man hier hat, die an die Oberfläche gekommen sind und man sich genau diese Gefühle, die an die Oberfläche gezogen worden sind, angeschaut hat. Man hat das alles reflektiert. Und hier ist ein Gegenüber, der ganz genau weiß, was er will. Und er will eine neue Runde, er will einen Neubeginn haben mit dir. Oder aber, bist du Single? Dann zeigt sich hier eine neue Person an, die du eben noch nicht kennst. Es könnte eine Seelenverbindung sein, ein seelenverwandter Mensch, den du begegnen wirst. Und hier kommt nochmal ganz, ganz viel Heilung und Stabilität auf dich zu. Wachstum in einer Beziehung. Ja, kein Kleinmachen, kein Erniedrigen. Sich nicht so fühlen, als wärst du das fünfte Rad am Wagen. Nein, das ist jemand, der gibt dir Respekt, Anerkennung und Wertschätzung. Ne? Also du wirst ja auf deine Kosten kommen. Beide aber, ihr beide, werdet ihr vollkommen auf eure Kosten kommen. Und guckst du auf ein Gegenüber, dann liegt aber auch hier die Möglichkeit auf eine Partnerschaft. Beziehungsweise erst einmal, also Partnerschaft zukünftig auf jeden Fall. Aber bei euch beiden wird das ja jetzt erst einmal sehr klein anfangen, in kleinen Schritten. Ja, erstmal die Kontaktaufnahme, dann wird die Kontaktaufnahme beibehalten werden. Kein Ghosting. Mit dem Ring haben wir ja etwas Verbindliches. Man will verbindlich werden. Man möchte sich tatsächlich jetzt endlich mal fest entscheiden. Na, und auch dazu stehen, hier jetzt mit dir etwas gemeinsam anstreben zu wollen, ja, gemeinsam hier wirklich gemeinsam am Ruder sitzen und das Boot gemeinsam in Richtung Zukunft steuern. Teamwork habe ich hier. Ich kann dir auch nichts anderes sagen, das ist echt eine tolle, das ist eine wunderschöne Energie hier. Tolle weibliche und auch sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist einfach hier nur so eine Wohltat. Das ist so eine Wohltat, endlich mal, dass Menschen in die Gänge kommen und sich bei den Personen melden, die hier es jetzt auch endlich mal erkannt haben, wer hier zu wem gehört. Weißt du, ich sehe hier nichts Toxisches, keine Blockaden, keine Stagnation, alles ist im Flow, alles ist im Fluss, alles läuft hier wirklich synchron ab. Alles läuft nach Seelenplan. Das ist so super, dass so viele Menschen momentan aktuell synchron mit dem Seelenplan sind. Das ist super. Sagen die da oben auch natürlich, ne? Das, ja, die haben auch dafür im Endeffekt auch ein Stück weit gesorgt, dass die Seelenpläne hier natürlich auch eingehalten werden. Das ist ja, das versteht sich ja, denke ich mal, von alleine, ne? Eine ganz, ganz tolle Botschaft hier mal wieder. Klasse. Kann ich dir nichts anderes sagen?
Nee, nee. Ich lasse es jetzt auch so, sonst versaue ich es hier auch wieder. Das will ich nicht. Ich gucke nochmal die Hardcards. Machen wir uns das halt mal ein bisschen romantisch. Eieieiei. Alter, hier fliegen wirklich die Herzen. Das ist echt unglaublich. Bleib dir selbst treu. Jemand ist sich auch selbst treu geblieben. Ja, du bist dir aber auch selbst treu geblieben, ne? Deswegen hast du auch momentan das Gefühl, dass du dich selbst lieb hast. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Das werdet ihr beide tun. Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver und das spürst du auch. Du weißt es. Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Richtig. Es geht in die Vollen. Es geht los. Also es gibt hier nichts, warum man sich hier jetzt noch zurückhalten sollte. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Na dann. Ran an den Mann, ran an die Frau. Ja, jetzt mal hier. An die Männer, die auf eine Frau blicken, die sich zurückgezogen haben oder was auch immer. Was hindert euch noch daran? Findest du dich hier in dieser Legung wieder? Ja? Bist du der Meinung, du resonierst damit? Und du bist vielleicht vom Sternzeichen Löwe, Widder oder Schütze, weil wir hier eine starke männliche Energie haben. Ran an die Frau, ran an den Mann. Melde dich. Ja, man muss doch die Chance mal nutzen, ne? Wer weiß, wer hier zuguckt. Und vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen sogar voran. Die will dich. Er oder sie will dich hier auf jeden Fall. Die war ja gar nicht weg und sie ist Single. So, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden, alles klar. Ja, man wusste selber schon gar nicht mehr, was man hier noch machen sollte, ne? Man war wirklich verzweifelt. Das, was rausgegeben wurde an einem Hilferuf, Gebet, ein Schutzritual, was auch immer, ist angekommen. Die Antwort wird dir geliefert werden oder wurde dir schon gebracht. Göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das ist die Antwort darauf. Dein Gebet wurde gehört. Hier. Du wirst es wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Hier heißt es Vertrauen haben und sich der Führung hinzugeben. Fügung, ja. Lachen. Sei mal locker. Und tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Und das spürst du auch. Du bist voll in der Herzöffnung drinne. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, also ihr habt hier wirklich eine Distanz zueinander, eine geografische Distanz, eine Trennung, die vollzogen worden ist, Kontaktabbruch. Also ihr habt hier momentan überhaupt gar keinen Kontakt, ne? Romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Das habe ich gesehen, als die Herzen geflogen sind. Und Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Ihr findet euch total scharf und anziehend. Habe ich ja schon gesagt. Eure Schlüpper brennen hier füreinander. Und das schon so heißt, dass man die hier echt schon am liebsten ausziehen würde. Ihr seid euch aber auch sehr ähnlich, zum einen, zum anderen aber auch wiederum nicht. Bei den Zwillingsseelen ist es ja so, die Gegensätze ziehen sich an. Das heißt, ihr habt irgendwas Gegensätzliches an euch, das euch irgendwie gar nicht so wirklich, ja, ich will nicht sagen, passt. Aber vielleicht auch doch. Das kann sein, dass du gesagt hast, oh, das passt nicht und ach nee, sowas würde ich mir niemals anlachen. Aber wiederum hatte ich genau diese Person, die du dir niemals hättest anlachen wollen, hat sich einen Platz in dein Herzen erkämpft. Und andersrum genauso. Ihr habt hier auf jeden Fall in der Vergangenheit ähnliche Geschichten erlebt. Vielleicht habt ihr auch die gleichen Eigenschaften, Interessen. Aber vom Aussehen seid ihr irgendwie anders, ne? Kann auch die Kultur natürlich sein. Die Religion, dass euch irgendwas da so ein bisschen voneinander unterscheidet. Oder ist noch was? Hingabe. Ups. Ich muss die Tiddy einmal hier verdecken, nicht, dass ich hier wieder gesperrt werde. Lass los und alles wird gut werden. War hier auch gerade irgendwie was, ne? Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Alles wird gut werden. Es wäre mal die Bestätigung, dass alles gut werden wird hier mit euch beiden. Und wenn du Single bist,
dann wirst du genau in so eine Energie übergehen. Ja, das wird das sein, was dich erwarten wird. Das kann ich dir so schon mal mit auf den Weg geben. Mit den Zwillingsseelen kommt hier auch nochmal Heilung rein. Ne? Das, was hier noch nicht eigenständig geheilt wurde, was nicht schlimm ist, wird durch die Zwillingsseele sozusagen aufgefüllt oder ausgeglichen. Na, das ist dann so diese Erfüllung, die man dann spürt. Raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Welche Sternzeichen können dann hier unterstützt werden? So, Schütze, Wassermann, Skorpion, Jungfrau, Löwe und der Stier. Ich hoffe, diese Legung war dir dienlich und du konntest ja auf einer sehr wichtigen Art und Weise einen wichtigen Impuls mitnehmen und damit arbeiten. Ich bedanke mich für dein Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.